Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Und heute reden wir über Seilbahnen, die den innerstädtischen Verkehr entlasten sollen. Alles weitere nach dem Intro. La Paz. Was sagt ihr La Paz? Ja, Panflöte. Ja, Mönckebergstraße. Teppich. CD. So, also das können sie, ja. Aber sie haben auch tolle Ideen, denn in Bolivien, La Paz ist Bolivien. Wollen die Politik den innerstädtischen Verkehr entlasten, indem sie die Innenstadt mit Seilbahnsystem ausstatten. Ja, sozusagen eigentlich, überspannen. Ja, eigentlich eine tolle Idee. Nutznießer von dieser gesamten Geschichte ist eine Firma Doppelmayr. Einer der beiden großen Hersteller. Ja, jeder, der schon mal im Skiurlaub war, kennt Firma Doppelmayr. Die sitzen natürlich in Österreich und die entwickeln das Konzept natürlich maßgeblich mit. Und es gibt hier einen Bericht in der Fachpresse und es ist super interessant, weil das echt entlastend ist. Also eine Seilbahn, die Personen transportiert, die auch Güter transportieren kann. Für Pakete soll es wohl nicht so gut sein, aber man kann wirklich alles Mögliche damit von A nach B transportieren. Hängend an einem Stahlseil. Ganz interessante Geschichte, ja, oder nicht? Ja, und es ist elektrisch. Kein Diesel, keine Abgase. Ja. Und sie fährt bis 23 Stundenkilometer schnell. Kommt einem jetzt erstmal langsam vor, aber es gibt ja keine Ampeln in der Luft. So sieht's aus. Sie fährt ja durch. Und man kennt es vielleicht aus dem Skiurlaub, bei erhöhtem Transportbedarf können auch Gondeln zusätzlich reingehängt werden. Also selbst im Skiurlaub wartet man ja nie lange, um auf den Berg zu kommen. Das heißt, eine Seilbahn hat auch natürlich im innerstädtischen Verkehr nie lange Wartezeiten. Und ich persönlich finde das auch überhaupt nicht schlimm und finde es sogar auch ganz schick. Also in Hamburg gab es ja mal die Abstimmung. Ich glaube, das war ein Bürgerbegehren, das ist abgelehnt worden. Ja, du durftest abstimmen. Ich bin ja Rand-Hamburger, mich hat man nicht gefragt. Ich habe natürlich dafür gestimmt, ich weiß es gar nicht mehr. Aber, also ich habe gestimmt, aber ich kann mich an die Wahl nicht erinnern. Eigentlich eine tolle Sache. Ja, es ist günstiger, viel günstiger. Man braucht nicht so viel Platz, man braucht nicht so viel Zeit, man braucht nicht so viel Geld. Alles ist irgendwie günstiger und das ganze System funktioniert. Nicht in jedem Falle, aber als Verteilerverkehr von bestimmten Knotenpunkten. Ja. Ich glaube, das Bahnbauen, glaube ich, kostet 30 mal so viel. U-Bahn bauen kostet 50 mal so viel. Hier braucht man ab und zu mal so einen Pylon, den man irgendwo hinstellt. Aber wie die Hamburger es abgelehnt haben, es gibt auch wieder Gegenstimmen, die dann sagen, ja, dann könnte man oben von so einer Seilbahn aus in die Grundstücke gucken und das finden die dann nicht so toll. Aber ansonsten ist es alles positiv bei dieser Bilanz einer Seilbahn. Ich finde es interessant. Ja. Und wird das, was da in La Paz passiert, vielleicht können wir das nochmal einblenden, das ist eine ganz interessante Geschichte und vielleicht auch interessant für Europa. Ich denke, wir werden um alle Möglichkeiten nicht umhin können, weil der Verkehr, so wie er jetzt wächst, auf den Wegen, die wir jetzt haben, so nicht funktionieren wird. Und das wird eine Alternative von vielen sein, mit der man sich beschäftigen muss. Und dann muss man halt auch mal vielleicht so ein bisschen in den sauren Apfel beißen und sagen, eine Drohne kann bei mir ins Grundstück gucken, dann können die Leute halt aus einer Seilbahn da auch mal reingucken. Also Axel, ich habe letztes Wochenende auf der Alster Stand-Up-Paddling versucht. Ja. Bin noch nicht reingefallen. Und da gibt es, also die teuerste Wohngegend in Hamburg liegt am Rondelteich. Ja. Und da kann man mit diesem Stand-Up-Paddling paddeln und da kannst du das Fernsehprogramm der Leute sehen, die dort wohnen. Ja. Also die haben es auch nicht leicht, wenn man sich auf Nein, das bezieht. Also und beim Quadratmeterpreis von 20.000 Euro ist auch, da kann man schon mal reingucken, das ist nicht so schlimm. Ne? Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, auch wenn ich dieses Foto sehe, in Hamburg wäre das doch ein Traum, weil wir sitzen ja hier, für alle, die nicht aus Hamburg kommen, nördlich der Elbe. Und alles, was südlich der Elbe ist, ist aus Sicht der Hamburger ja wirklich Hinterland. So, wenn man es mal ganz freundlich ausdrückt. Von den 1400 Abonnenten sind jetzt 400 weg. Nein, aber wir können ja Hamburg, wir könnten mit der Seilbahn Hamburg verbinden. Ja, man ist du unabhängig. Du kannst ja Flüsse überqueren. Ja, Flüsse, mit Berge, irgendwelche anderen Sachen. Mit einer Leichtigkeit. Ja. Ohne Tunnel und so. Und für die Touristen, wenn die jetzt zum Beispiel rüberfahren, hier König der Löwen, das ist hier auf der anderen Elbseite. Ein Traum. Ja. Dabei säuft da jetzt der Stegrad ab. Ja, der kann gar kein Boot mehr anlegen. Der ist, glaube ich, schon immer noch weg. Ja. Also eigentlich eine tolle Sache. Vielleicht überlegt sich die Hamburger Politik und die Hamburger Bürger jetzt aufgrund unseres Filmes nochmal das Ganze neu aufzulegen.
Ja, so wir würden dafür stimmen. Herr Tschentscher, überlegen Sie sich das nochmal. Axel, wir können auch anbieten, wir würden eine Gondel mit unserem Logo beschriften. Ja, und dann? Ja, dann würden das kostet ja Geld. Ja, meinst und du also? Oder wir kaufen so eine Gondel. Eine Gondel. Für unsere Kunden. Hm. Kann man machen. Kann man aber auch sein lassen. Ja. Ja, war eine Idee. Ja, das aber mit der Gondel überlegen wir uns. Genau. Mal. Aber eigentlich eine tolle Sache. Und wir blenden das ein, falls ihr euch weitere Informationen über La Paz in Bolivien holen wollt. Ja. Jederzeit. Die können nicht nur Panflöte. Genau. Allzeit. Gute Fahrt. Geile Sendung, Leute. War gut, ne? Ja, sehr gut. War doch auch La Paz. War richtig interessant. Nur der HSV. Ja. Seilbahn statt Fußball in Hamburg. Und bitte.